Oha. Was ist das? So Buchstaben-Pokémon. Irgendwie ist es jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Ihr wolltet gar kein pinkes Gardos mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein. Was sollten wir damit wollen? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen so einer blöden Trainerin ist es uns entkommen. Doch nun wird es wieder uns gehören. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Sieht aus, als wärst du aber in der Unterzahl. Verstärkung ist bereits angekommen. Was? Nein. Ich gehöre nicht zu ihrem Team. Was? Ein Verräter? Kampf gegen... Wie ist das noch? Missing Room. Oh nein, das bringt man dringend an, seine Umgebung zu löschen. Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir nie getan? Was um alles in der Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ich weiß nicht, dieses Pokémon ist zu mächtig, um von uns aufgehalten zu werden. Es müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buchstaben-Pokémon anzukommen. Ein Gott? Ich hab doch eine kleine Idee. Los, Carpador. Ich kann nicht die Löschung der Welt mit Hilfe von Arceus aufhalten. Okay, ich muss jetzt den ganzen Weg zurück zu Arceus. Sind die trainiert? Erstmal ein Hyperheiler besorgen. Und schon geht's. Wir haben dieses Buchstaben-Pokémon noch immer nicht gefunden. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen. Erstmal ordentlicher Kampf. Während der Abschluss die Welt zerstört. Ach, das haben wir gleich. Gut, komm. Surfer. Diese Schockgetrübe sind gar nicht hier. Gar kein Problem. Ich habe alle easy besiegt. Waschmaschine besiegen. Wie viel hat der denn noch? Du wirst das bitte bereuen. Gehen wir mal durch. Wir finden nicht einmal unseren Verstand. Halt, ich meine Vorstand. Die haben mich nur versprochen. Nur Zeitverschwendung hier. Item, Topschutz. Nice. Sofort zu Arceus. Wir müssen den Weg dann nicht nochmal die ganzen Rätsel machen. Befürchte es aber schon. Wird's wirklich mehr. Gut, dass wir gerade einen neuen eingesammelt haben. Eingeschenkt. Da müssen wir lang. Das Rätsel doch nicht mehr normal bestehen. Die Steine liegen ja schon dort. Müssen wir nur einen kleinen Umweg machen.
wo war Arcus noch gleich? Liegen. Wo wurde er sich aufgehalten? Ich glaube, hier war das eine Frostball-Siedlung. Am Tunnel. Es ging doch, glaube ich, hier lang. Da war dieser Stein, der uns blockiert hat. Ganz genau. Schütze wirklich mehr, ist auch nicht nötig. Jetzt sehe ich keine blöden Pokémon. Arcus nicht mehr von dem Carpador, von Fletcher, Zavytus, kann uns vielleicht helfen. Arcus? Hey Arcus! Da ist so ein Bug oder Glitch oder Virus oder sonst was Viech. Dass nur uns eine löschen wird. Kümmere dich da mal drum. Ich bin Trotz. Ich kann nicht gelöscht werden. Aber dieses Pokémon wird die gesamte Welt vernichten. Wenn ihr so ein Pokémon erschafft, müsst ihr auch die Folgen ausbaden. Dann werde ich dich eben fangen. Dadurch musst du meine Befehle gehorchen. Ja, versuch das mal, haha. Hey, wenn es dem Meister bei geht, das ist ganz einfach. Nicht in diesem Spiel, es ist nicht von Game Freak oder Nintendo. Hier kann man Gott nicht so einfach versklaven. Pass auf, ich kenne deine Schwachstelle. Ich werde mit zu einem Carpador wiederkommen. Muss ich das Carpador fangen oder was? Na toll. Wirklich ins Carpador, wirklich jetzt ein Carpador, ja. Das hätte ich wissen müssen, schnell fangen sollen. So ein Mist. Was soll ich denn mit dem Carpador umziehen? Bis zum Gaudos werden lassen. Dafür haben wir die ganzen. Dafür hätten wir die ganzen Sondermanns gebraucht. Die haben wir verschenkt. Fangen wir uns mal Carpador. Du bist kein Carpador. Ist auch kein Carpador. Kein Carpador. Immer
noch keinen Carpador. Wo kriegen wir denn Carpador her? Sollen wir uns jetzt angeln oder was? Wo denn eine Angel? Natürlich haben wir das nicht. Bin ich im Wasser zu fahren? Irgendwie nicht. Ich werde mal fliegen. Und zwar hier hin vielleicht. Tentacher. Okay, Tentacher. Fangen wir uns ein super seltenes. Jetzt wird das ein super seltenes Pokémon. Dieser eine Professor hatte einen Carpador. Wenn wir das von ihm kriegen würden. Vielleicht gibt es da mega kleine Capro. Und das eben dazu ziehen. War ja nicht der Pokémon-Professor. Thank you.
Raptor finden. Nur auch Pokémon finden. Tja, Tatara. Können wir das Item. Ja, wo du kriegst, das Platscher-Item als DM. Den Tacker. Das war heftig. Diese Pokémon hier irgendwie. Okay. So wird das aber nichts. Ja, natürlich. Haben wir hier schon. Ich habe eine Lösung für unser Problem. Willkommen zurück zur neuen Aufnahme. Hier in Zeta-City. Wir waren schon ganz in der Nähe. Bei uns im Carbador. Hier gibt's das Carbador. Hier bei Professor Palm. Carbador wird dich vernichten. Ein Carbador wird mitkommen und mir helfen. Oh, machst du etwa auch Carbador? Ja, natürlich. Das sind unheimlich nützliche Pokémon. Ich mag deine Einstellung. Hier, ich schenke dir eins. Du musst versprechen, es nicht zu entwickeln. Zwillinge hält Carbador. Hey, wieso steckst du das Carbador in einen Beutel? Wer will denn bitte mit einem Carbador kämpfen? Das Vieh kann nix. Deshalb hat es auch nix in meinem Team zu suchen. Okay. Tatsache. Damit ist ein Carbador. Es nutzt lose Götter schlechter. Nimmst lose Götter schlechter. Gibt es in Gold oder Rot? Und Gold ist dann wahrscheinlich die Shiny-Version. So, dann setzen wir Fliegen ein. Und zwar hier. Je nach die Frostbeulensiedlung. Nach die Frostbeulensiedlung. Ja, ganz genau. Kaufen eine Tüte Deutsch. Jetzt so einmal hier lang. Also dann besiegen wir das Angriffs. Beziehungsweise zwingen es uns zu helfen. Das Missing Low aufzuhalten. Genau, das bisschen noch nicht mal aufhalten. Da kann es nur Arktus helfen. Und ja, ein Carbador. Jetzt kann er nicht mehr Nein sagen. Jetzt wird die Welt doch nicht zerstört. Jetzt bist du dran. Los, Carbador, Platscher. Ah, nicht schon wieder. Hey du, das ist mein Kumpel, sonst mache ich die Säulen der Kälte. Das ist mir völlig egal. Ich muss dort ja nicht wohnen. Arcus wurde auf die Box transferiert. In
Ey, danke. Und mit wem soll ich das Pokémon? Na, danke. Und mit wem soll ich das Pokémon? Miss Carpador, da gewinnst du bestimmt. So, wir haben jetzt Arceus. Ich will jetzt Arceus ins Team nehmen. Auf zum nächsten Pokémon Center und das Arceus ins Team nehmen. So schaut's aus. So, Stunden später nicht mehr angekommen. Das Pokémon Center. Erstmal die melden. Nicht unbedingt nötig, aber was soll's, wenn wir schon mal hier sind. So, na dann. Oha. Das ist ein Shiny Arceus. Dieses haben wir uns getauscht. So, jetzt haben wir Arceus im Besitz. Jetzt können wir es einsetzen. Wo war das nochmal? Vergessen, wo wir. Das war durch die Siegesstraße, wo wir jetzt hin müssen, oder? Am Ende der Siegesstraße. Da haben wir das Problem ein bisschen nur. Das brauchen wir nicht mal mehr. Das Team Schockkostüm. Am Topschutz bräuchten wir. Ich glaube, hier ging es lang. Oder doch nicht. Dann hat sie links. Und hier. Eine Sackgasse. Wir haben wahrscheinlich Items drin. Das hält sich unten keinem auf. Wir kacken es trotzdem. Topschutz. Ich bin blöd. Wie ging das noch? Wie haben wir das gemacht?
bin gerade ein bisschen geschränkt. Ich glaube, den noch durchschieben. So, das Rätsel. Dann können wir den noch durchschieben. Den noch durchschieben. Den hier hinschieben. Den nach unten schieben. So. Da. Den selben Weg noch einmal machen, ist ein bisschen langweilig. Oha, da werden wir. So. Das zu unseren Füßen ist doch der reinste Datenmüll. Dann werden bald auch so aussehen, wenn wir nichts unternehmen. Wir hätten diese Pokémon niemals erschaffen dürfen. Oha. Kampf gegen Missingno. Wir brauchen Arceus. Das ist das Level, wie war mein Totok auch gerade Level 40. Cosmic-Kraft. Oh no. Arceus ist tot. Das ist nicht gut. Das ist Level 51. Ja, nur Arceus hat eine Wirkung. Das ist natürlich schwierig. Müssen wir unsere Items auf den einsetzen. So, Arceus, jetzt kämpfen wir auch mal richtig. Gut, da ist Kraft. Oha. Das ist schlecht. Cosmic Kraft. Das bringt ja so gut wie gar nichts. Ist ja jämmerlich. Das soll ein Blood-Pokémon sein. Das ist ja mühsam. Ich hatte gehofft, dass Heilung einsetzen kann. Oh, doch, kann ich. Jetzt bin ich nur ein. Was? Genesung ist das Richtige. So ewig weitergehen. Nein, eigentlich nicht, weil ich habe nicht ewig viele Attacken. So, über die Hälfte haben wir schon drüber. Sehr schön. So müssen wir noch mal beleben. Was für ein mühseliger Kampf. Sehr effektiv gegen die anderen. Gut, das ist Kraft. Sehr gut, ist im roten Bereich. Verdammt, hätte keine zwei Runden aus. Meine Fresse. Das wird gut sein.
ist das Teammitglied, danach müssen wir. Dann muss das jetzt mit Abriss klappen. Das war, warum, was zum? Nein! Item. Lieber. Ich dachte, ich hätte einen Trank eingesetzt. Das wird jetzt nichts mehr. Genesung. Das Kraft. Es lebt noch. Dann halt durch, halt durch, halt durch. Nice. Geschafft. Puh.